Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Total War Warhammer 2 mit den Tomb Kings. Und ich kann mich erinnern, wo wir stehen geblieben sind. Das klassische leichte Ruckeln, wenn man gerade frisch lädt und die Sachen alle noch in den Speicher geladen werden müssen. Also immer, wenn man jetzt Armeen anklickt und so, hier und da braucht es ein bisschen zum Laden, wie hier. Das ist, sobald es einmal angeklickt ist, ist alles in Ordnung. Das muss bloß alles in den Speicher eben reingeschaufelt werden. Und viele haben sich auch gefragt, warum bei mir die Ladezeiten so schnell sind. Das liegt einfach daran, wenn man die erste Ladezeit gemacht hat, die allerlängste, dann geht es an sich schneller. Und es ist natürlich auch hardwareabhängig. Aber ja, wir sind ja stehen geblieben, dass Arkan anfängt, hier ein bisschen Stress zu machen und ist sogar persönlich gekommen. Guck mal, wie fröhlich er aussieht. Und ich muss mich an der Stelle übrigens auch entschuldigen. Haben wir eigentlich noch irgendwas gemacht, diese Runde? Ich muss mich entschuldigen, dass erst jetzt seit ein paar Folgen 60 FPS sind. Ich dachte, es ist seit Folge 1. Ich habe gar nicht bemerkt, dass ich immer noch so eine alte Rendereinstellung verwendet habe. Vielen von euch ist es auch nicht aufgefallen. Hat sich auch keiner beschwert gehabt. Wie weit waren wir eigentlich mit der Vorschau? Ah, wollte schon sagen, hä, kann sein, das ist nicht. Doch, doch, doch. Ich dachte schon fast, die Forschung auf 1 ist weg. Aber gut, ich glaube, wir hatten nichts mehr sehr viel zu tun, oder? Wir haben uns positioniert, warten noch ein bisschen. Einer von euch ist auf Hinterhalt gewesen. Genau, Setra kann eigentlich. Ja, das passt soweit. Der kann sich mal ein bisschen hinter dem Hinterhalt verstecken. Do not stop. Es gibt übrigens auch Leute, die mich gefragt haben, warum ich Bretonia denn nicht einfach den Erdboden gleich mache. Und nun, die Sache ist die. Also, wenn ich jetzt tatsächlich. Niederreißen bringt nicht sehr viel. Ich möchte die Stadt ja irgendwann trotzdem einnehmen. Und das ist dann unnötig teuer, die wieder aufzubauen. Erobern möchte ich es auch nicht, denn diese Provinz besteht aus 4 Städten. Und mit der Hauptstadt mit den Zwergen wollte ich mich ja nicht unbedingt anlegen. Ich wollte jetzt warten, bis die von selbst weg sind oder vielleicht langfristige Beziehungen pflegen. Und deshalb, ich habe keine Vorteile davon, mir so eine kleine Teilstadt zu holen, die eigentlich mehr Probleme verursacht, als es mir was bringt. Von daher dachte ich mir, gut, lass mal die einfach drin, die Bretonen, und benutzen sie quasi als Schafe zum Abfarmen. Ne? Wenn wir hier alle. Jetzt hab's jetzt die letzte Zeit übertrieben, aber wenn wir es langsam machen und schön behäbig und alle 5 bis 6 Runden mal vorbeigucken und da mal vorbeifarmen, dann bringt uns das gute Erfahrungspunkte für unsere Helden, für unsere Einheiten, und das bringt auch Geld und Einnahmen. Geld und Geld sind ja, Geld ist ja Einnahme und so. Aber Schönibus, ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir sind durch wie ein Lurch. Das war's mit der Runde. Nagash geht wieder. Alles klar. Ich kam, ich sah, ich ging wieder. Nagash hat das ein bisschen falsch aufgefasst, die Lehre. Bin so halt verhindert. Ja, hat ja wunderbar funktioniert. Baukosten reduziert. Die Verschwundenen! In einer eurer Provinzen schwindet allmählich die Bevölkerung. Das sind Knochen. Wo sollen die schon hin? An bestimmten Nächten werden bestimmte Ghettos oder Distrikte verlassen. Das einzige Zeugnis der verbleibenden Bewohner ist ein dreckiges Symbol, das auf einem nahen Tor oder einer Mauer gemalt wird. Dreieckiges Symbol. Ja, gut, okay. Minus 10 Wachstum ist natürlich doof. Im Übrigen noch ein ganz netter Hinweis zu den Tomb Kings an sich, was sie auch sehr stark von anderen Untoten wie den Vampirfürsten unterscheidet. Lass mal noch kurz gucken. Und irgendwie sind die FPS gerade nicht so ganz stabil. Die dümpeln so auf 40 rum. Wenn das so weitergeht, muss ich fast mal gucken, woran das liegt. Wo ich im Hintergrund irgendwas schließen muss. Hier kommen wir wegen diplomatischen Strafen noch nicht so ganz rein. Genauso wie hier. Ich möchte mich jetzt nicht unnötig mit anderen anlegen, weil Arkan wird mir schon genug Stress machen. Und ich würde derzeit erstmal die Konflikte gerne etwas niedriger halten, bis ich bei der Diplomatie zumindest. Bis ich bei der Forschung zumindest so weit bin, dass ich jetzt viel mehr Armeen haben kann. Weil mit 2 Ganzen wird es schwierig. Mit Numas. Was können wir denn mit euch so machen? Da geht nichts mehr. My team together, we may be as mighty as Henry. What are your terms? Nope. Die Piraten von Sartosa. Mit wem sind die denn im Krieg? Die sind mit den Skellingern, mit. Fresse, die kenne ich noch nicht mal. Ich glaube, es ist eine Dunkelelfenfraktion. Scheint so. Zumindest sieht es mir so vom Bild fast so aus. Oder eine Elfenfraktion. Und Kortique, die kenne ich auch gar nicht. Hä? Naja.
I dare you. Warum sollte ich dich eine Meerjungfrau nennen? Du hast nicht mal ansatzweise etwas, was man eine Flosse nennen kann. Ja. Das Kompliment würde ich dir nie machen, ganz ehrlich. Aber schön, das würde nicht gehen. Ihr mögt mich nur mit minus 20 wegen Abneigung nicht. Das geht eigentlich. Da könnte sich auf lange Sicht sogar was entwickeln, weil ich habe jetzt keinen Bock auf irgendwelche Piraten, die mir ständig in den Rücken fallen. Die Zwerge. Queen of Tides! Anad, my throng stands ready. Do not disappoint me. No! Nö, dann eben nicht. Sorry. Okay, wisst ihr was? Das ist mir doch ein bisschen blöd gerade mit dem Herumgeruckel. Ich check mal eben ab, wonach das liegt, dass die Frames gerade so rumdroppen. Ja, nee, ist klar. Natürlich. Ich wollte gerade beenden. Ich habe jetzt gerade... Was wirklich, weil ich jetzt mal kurz ins Menü gegangen bin und zurück, oder was? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich wollte gerade hier beenden und sagen, ihr wollt hier gerade die Aufnahme beenden, da gucke ich runter und sehe, dass die FPS wieder auf 60 springen. Jetzt sind sie stabil. Irgendwas hat der PC da im Hintergrund gemacht. Egal. Ach ja, es funktioniert. Ich beschwere mich nicht. Ah, mit den Zwergen irgendein Abkommen, sie selbst umzunatzen, wäre auch eine Idee. Sache ist eben die... Bisschen hier, da, das, wir müssen halt schon ziemlich weit vorstoßen, um dieses Gebiet zu vervollständigen. Und ich denke gerne in Provinzen. Ich denke nicht in einzelnen Städten, ich denke in Provinzen. Ich hole mir immer Provinzen, wo ich sagen kann, okay, da kriege ich die gesamte. Gut, die Erlasse sind jetzt nicht ultramächtig, aber sie sind praktisch und ich spiele darauf hin. Das ist meine Spielweise. Ja, was machen wir? Na gut, ich meine, eine Armee kann ja oben aufpassen. Also hier, das unser werter Herr Akan keinen Mist baut. In der Zwischenzeit kann Setra ja eigentlich... Ach, ich frage mich, ob ich die berittene Bogenschützen überhaupt großartig haben will. Gott, haben wir eine kunterbunte Armee. Das macht mich auch schon ein bisschen kirre, muss ich ganz ehrlich zugeben. Petra watches. Ach gut, passt schon so, wie es ist. Gehen wir mal wieder rüber und melken noch ein bisschen. Vielleicht wollen sie sogar eine offene Schlacht gegen uns mit zwei halben Armeen. Könnte lustig werden. Wenn nicht, dann eben nicht. So, wie war das nochmal, wenn man direkt aufs Level fischen? Ja gut, okay. So kann man es natürlich auch machen. Du warst aber nicht derjenige mit dem Level Up, du warst es. So, dann machen wir bei dir schon mal die rastlosen Toten. Dann kriegt mein lieber Necrotect. Ja, ich könnte ihn jetzt im Kampf verstärken, aber ich würde ihn sowieso gerne ein bisschen hinten lassen und nur im Notfall zum Kampf ziehen. Ich könnte ihn jetzt unten entweder die Kanopenkrüge geben. Erfolgte Verhältnisaktion sollte er eigentlich nicht machen, verwunden eigentlich auch nicht, mal beschädigen. Einkommen stärken. So in den Gebieten, wo er gerade ist, kann man eigentlich mal machen. Aber lieber die Kanopenkrüge erstmal. Auf Dauer macht sich das auch bezahlt. Leider nicht genug Geld für den schönen Ritus hier. Dieser Ritus bringt mir jetzt auch gerade nicht sehr viel mit dem Sandsturm. Boah. Sehr viel zu tun gibt's gerade nicht. Das war's eigentlich schon wieder. Du bleibst mir trotzdem mal hier und versuchst nochmal den Hinterhalt. Klar könnten wir jetzt auch ultra aggressiv spielen, aber ich versuche mal ein bisschen vorausschauend zu denken. Wir spielen hier gegen eine cleverere KI. Und die KI ist jetzt auch wirklich mit dem neuen Mod sehr clever geworden. Also, es ist jetzt nicht... Nee, der rennt wieder weg. Alles klar. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier gegen die KI spielen, die uns jetzt in Massen zucheatet. Aber wir können durchaus, wenn sie es drauf anlegen, uns ziemlich heftig überrollen. Wir haben ein neues Denkmal wird den Göttern bewiesen, das für uns nach wie vor ihre Verehrung an erster Stelle liegt. Im Gegenzug werden sie uns in dieser Zeit des endlosen Krieges stärken. Doch welchen Gott sollen wir das Denkmal widmen? Das Monument des Geheb, der Sand nährt die Toten, bis sie auferstehen. Unsere Truppen werden durch die Erde gestärkt. Das Monument des Xar,
Im Hintergrund gerade bei der Musik. So. Unsere Reiter bewegen sich wieder wüstenwind, stürmisch und schnell mit dem gesichtslosen Gott auf den Schultern. Ah, Nahkampfinfanterie wird verbessert und kriegt mehr Rüstung. Also Stärke und Waffenstärke und Rüstung. Oder Kavallerie. Wir haben schon ein bisschen was an Kavallerie da, aber der Großteil unserer Armee besteht aus Infanterie. Da denke ich mal gerade praktisch und sagen mal, okay, machen wir mal die Infanterie besser. Denn klar, können wir ein bisschen Hammer and Anvil machen, wie man es so schön nennt. Schon vorne mit der Infanterie abhalten und hinten mit der Kavallerie reinpreschen. Aber wir haben nicht so viel. Der Großteil besteht immer noch aus Infanterie bei uns. Das müssen wir ja ebenfalls noch ändern. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ah, Wachstum weiter erhöhen. Brauchen wir nicht unbedingt. Wir sind jetzt kurz vor der 4. So, das ist ja eigentlich ein riesiger Witz. Stand nicht sogar irgendwo, wie weit man gerade plündern kann? Na gut, im Notfall kriegen wir nochmal ein bisschen XP. Ach du lieber Gott, das ist ja echt ein Witz. Ja, habt ihr gehört, da ist Sitra gekommen. So gut hat uns zum Gefallen. Oh ja, schon allein die Schlachtbelohnung. Und nochmal 1.500. Seht ihr? So macht man Geld. Es ist einfach unglaublich, wie dieser Mann innerhalb von einer Runde 2.500 Gold gemacht hat. Bretonia hasst ihn dafür. Okay, ein bisschen vergraben. So, schnell kann man seine Kassen wieder aufspülen. Oh ja, Ich könnte jetzt warten, bis wir das hier aufwerten können. Nächste Runde ist es soweit. In zwei Runden, genauer gesagt. Ich könnte aber jetzt schon gucken, dass wir die Gruftwachen aufstocken. Wäre nicht schlecht, wenn wir schon mal einen ganz guten... Ja, komm. Machen wir es mal so, dass wir überall einen ganz guten Gruftwachen-Standardwert haben. Also, dass wir jetzt wirklich sagen, wir ersetzen mal alle Trash-Skelette durch Gruftwachen. Wenn wir das schon mal bei zwei Armeen ganz gut hinbekommen, sind wir ganz gut dabei. Würde ich sogar einmal die brennenden Bogenschützen wegnehmen oder so. Ich mag die nicht so wirklich. Und auch die nekanischen Krieger sind jetzt erstmal nur übergangsmäßig. Diese Reservelinie, die die haben, würde ich gerne mit Ushabti auffüllen. Aber gut. Die Diplomatie hat sich wohl nichts geändert. Numas verbessert sich. Kann es sein, dass wir... Ich meine, wir können die auch wegnatzen. So ist es nicht. Ich pflege gerne diplomatische Verhältnisse, aber die haben schon ein ziemlich großes Reich. Die haben sich sogar echt weit nach Süden ausgebreitet. Interessant. Passt, ihr könnt auf Hinterhalt bleiben. Ja, beenden wir die Runde. Ah ja, was ich vorher noch sagen wollte. Was die Tomb Kings noch von den restlichen Untoten-Fraktionen wie den Vampiren unterscheidet, ist auch ihre Anzahl. Die Vampire beleben ja quasi Untote noch und nöcher wieder. Erheben, erheben, erheben. Es werden immer mehr und mehr und mehr, je mehr Gefallene da sind. Bei den Tomb Kings ist es tatsächlich so, vor einer Schlacht und nach einer Schlacht haben Tomb Kings immer die gleiche Anzahl an Truppen. Das ist sogar in der Lore festgeschrieben. Es ist tatsächlich so, dass alle Verluste, die die Tomb Kings erleiden, also quasi jeder einzelne Tomb King, noch wegen dem Fluch, den sie haben, ja, der Minderfluch, der Zauber, der auf ihnen liegt, ihre Seelen sterben quasi nicht. Sie können also quasi wieder in den neuen Körper geleitet werden. Das heißt, alle Truppen, die sterben in dem Kampf, können nachträglich wieder in einem anderen Körper, zum Beispiel in den Körpern von anderen Gefallenen, wiedererweckt werden. Es sind also nicht ewig viele Hüllen, die immer wieder auferstanden werden, also auferstehen und immer mehr werden, sondern sie bleiben immer bei der gleichen Anzahl. Was ganz lustig ist. Es muss total deprimierend sein, wenn man ein Feind von den Tomb Kings ist und man fügt ihnen im Grunde keinen Schaden zu, weil sie nach einer Schlacht immer die gleiche Truppenzahl haben wie vor der Schlacht. Klar, bei den Untoten ist es noch deprimierender, wenn es mehr werden, aber das macht es ja auch nicht. Gut, da kann man wenigstens irgendwie gegen vorgehen. Bei den Tomb Kings ist es echt schwer zu sagen, man entzieht ihnen jetzt quasi die Grundlage oder so. Man darf einfach keine Verluste mehr gegen die machen, dass das irgendwie funktionieren könnte. Und ich könnte mir vorstellen, dass die auch ewig viele Leichen noch so gebunkert im Petto haben. obwohl ich mir da nicht ganz sicher bin. Das ist eine Vermutung. Ja, was will ich jetzt noch groß machen? Ja gut, Geldgebäude ist Verschwendung in einem großen Bauplatz. War hier drüben eigentlich noch irgendwas? Ich gucke so häufig nach. Wir haben eine sehr gute Unverdorbenheit. Warum habe ich jetzt eigentlich noch dieses Gebäude dafür?
Seit das Galbaras auch mal besser läuft. Aber in zwei Runden haben wir dann... Nee, in zwei Runden haben wir noch nicht die nächste Stufe. Ganz ehrlich, die Geier sind zwar schön und gut, aber ich sehe jetzt nicht wirklich großartig Sinn in der Grabstätte. Mach die mal weg. Wenn, hätte ich höchstens noch ein besseres Wachstumsgebäude drin. Habe ich mit denen eigentlich irgendein Abkommen? Das ist mir doch so langsam langweilig genug. Feinde, Handelsabkommen. Gut, sind wir eben wegzunatzen. Ich würde gerne zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich warte, bis Arkan wieder da ist. Ich könnte dafür schon fast einen Agenten verwenden. Komm, nehmen wir mal den Ruf hier. Den Rufprinzen, da kann man ein bisschen vorgucken. Weil ich würde im Falle mal warten. Ich habe was Gimli gelesen. Grimli. Das ist nur ganz leicht abgeändert. Ich würde warten, bis Arkan wieder vor der Stadt steht. Dann würde ich rankommen, Arkan wegnatzen und dann die Zwerge gleich mitnehmen auf dem Weg. Ist zwar gemein, aber effektiv. I am mighty, yes. Ist okay. Not this time. Da ist er auch mit Agenten unterwegs. Dir würde ich auch gerne erstmal noch nicht... Das allergrößte Problem, was man mit den Tomb Kings machen kann, ist, sich zu früh zu viele Feinde zu machen. Dann ist man mit den ganzen Nebenstämmen hier im Krieg und dann kommt plötzlich noch Arkan vorbei und das wird dann ziemlich heftig. Wir haben schon schwer genug mit unserem knöchrigen Körper. Ja, das war's aber soweit wieder. Ich könnte mal die Armee hier noch wegnatzen. Kriege ich die hier? Hm, nicht ganz. Ich bin mal so nett und komme euch ein bisschen entgegen. Wenn ich nicht entgegenkommt. Also, natürlich bin ich entgegenkommt. Aber diese Armeen bringen mir eine Menge... Genau, Geld. Das hätte echt noch geklappt. Sind aber auch abgehauen. Ja. Hast ja auch keine andere Qual. Hi. Puh. Aber hier kann unser Agent mal ein bisschen leveln. Können wir mal ein paar Attentate verschreiben. Tut mir übrigens leid, wenn ihr draußen Rumgeböller hört. Wir haben den 31.12. Ja, super, jetzt sind die angekommen. Wir haben den 31.12. Das heißt, wir haben es jetzt 20:04 Uhr. Wir haben es jetzt 4 Stunden vor Silvester. Ja. Und ich nehme hier auf. Gut. Es sind noch 4 Stunden, ne? Was soll ich in der Zwischenzeit machen? In den Himmel gucken und warten, bis es knallt? Feindliche Heldenaktivität. Ja, das haben wir schon gesehen. Fehlschlag. Jetzt attentatest du mal zurück. Nee, wirklich? Bist du das? Gut, dass er uns aufgeklärt hat. Und das kostet auch noch. Ich versuch's trotzdem. Schade, Fehlschlag, aber es hat Erfahrung gebracht. Und du kriegst jetzt tatsächlich mal den Spezialisten, dass es besser wird. Ist ja ein Attentatkrieg gerade. Ich sag mal, anstatt irgendwie zu kämpfen wie Männer oder wie ehemalige Männer und jetzt Knochen, Skelette, Mumien, was auch immer, stehen die hier gegenüber und versuchen einen Attentat nach dem anderen. Wahrscheinlich warten sie immer, bis Nacht ist und eine abwechselnd schleichen die sich in ihre Lager rein. So, Setra. Und du kommst... Das ist so... Ja... Do you take me for a churl? Okay. Ja, können wir es in der nächsten Runde wieder. Nice. Haben wir sonst noch jemanden, der Attentätern kann? Wo ist deine Chance? Ach, du liebe Zeit. Nee. Ich glaube, da verzichte ich lieber. Oh, aber jetzt können wir hier machen. Khemri können wir zu einer Gruftstadt machen. Und hier bitte noch ein Wachstumsgebäude. War nicht das Beste gerade. Da haben wir gerade mal ein Wachstumsgebäude mehr, wäre nicht verkehrt. Aber alles zu seiner Zeit. Du bist ebenfalls wieder ein Gruftprinz. Wir könnten mir schon ein Pferdchen geben. Könnte man machen. Ist nicht mega notwendig. Ich meine, der hat mit dem Pferd noch nicht mal Nachteile. Normalerweise geht bei einem Pferd
Nahkampf, Angriff und Abwehr ein bisschen runter, dafür, dass die Geschwindigkeit hochgeht. Jetzt wird er bloß schneller und hat mehr Angriffsbonus. Am liebsten lasse ich die Gruftprinzen immer nah bei meiner Infanterie, wenn der Kampf ist, und er ist quasi so als Unterstützung und als Buffer noch da, um die Moral oben zu halten. Deswegen finde ich ein Pferd nicht immer notwendig, aber ihr kriegt doch nicht mal großartig Nachteile, außer dass er von Speerträgern eben mehr Schaden nimmt, weil er plötzlich eine Large-Einheit ist. Ich würde es trotzdem erstmal als zweitrangig betrachten. Weil wie gesagt, die Tomb-Prinzess, die Gruftprinzen, die setze ich nicht ein, um sie jetzt irgendwie schnell irgendwo von A nach B zu bewegen. Das mache ich gerne mit Zauberern, dass man sie schnell an einen Einsatzort hat, wo man zaubern will. Aber die Gruftprinzen lasse ich immer in der Nähe meiner Infanterie für gewöhnlich. Hm, das ist aber auch nicht schlecht. Hm. Oder ich gebe ihm schon mal... Ich glaube, ich mache lieber erstmal in unserem Baum und schaue, dass die mir sehr gut farmen. Weil die Kondukenkrüge beispielsweise ist eine echt nette Sache. Okay. Und ja, es ist tatsächlich so, dass die Gruftkönige eben hier wirklich menschliche Sklaven halten. Vor allem welche aus Arabia, aus dem Königreich Arabia. Ja, ich glaube, da hat kein Bock mehr auf den Krieg da. Den Attentäterkrieg. Ihr wollt Frieden, ganz umsonst. Mit eurer Ablehnung beleidigt ihr die Erren. Wo bist denn du hin? Wurde ich alle meine Städte sind befestigt, also der kommt jetzt nicht weit. Eigentlich kann ich den jetzt hier wunderbar abfangen. Arme Sau. Oder ich krieg dich da. Nein, verdammt! Du Penneur! Aber ganz ehrlich, mit der Armee, die er hier hat, mit der Armee, könnt nicht sehen, wie ich hier gerade die Anführungszeichen mache, kommt er ja nirgendwo weit. Ich disinnere dich. Welch Beleidigung? Weißt du was, ich bleibe jetzt einfach hier. Ich ziehe mich aber trotzdem plündern durch die Gegend, dass ich wenigstens irgendwas zu tun habe. 90. 90 ist okay. Ich gehe ihm trotzdem mal entgegen, dass die freie Expedio rumlaufen. Die Chance ist nicht gut und wir haben sogar eine relativ akzeptable Chance, dass, also mit 8%, dass wir kritisch scheitern, aber trotzdem ist es. So kriegen wir jetzt Attentäter. Hey, Erfahrung und das kann funktionieren. Schön. Dann nochmal, dann gehen auch die Kosten ein bisschen runter. Dann machen wir uns mal einen kleinen Attentäter zurecht, mit dem wir auch ein bisschen ausspionieren. Aber ein bisschen Action wollen wir ja trotzdem haben, ne? Ich bin echt überlegen, wenn das jetzt noch ewig dauert mit Arkan, weil normalerweise müsste der jetzt bei der antanzen. Ich frage mich, was denn mit seiner großen Armee passiert ist. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass die ja tatsächlich gescheitert ist. Ich warte die ganze Zeit, dass Arkan kommt und er kommt einfach nicht. Wenn das so weitergeht, muss ich wirklich irgendjemanden latzen hier zum Kompensieren. Ich könnte beispielsweise in die Richtung wirklich mal Numas wegmachen und versuchen, mich zumindest noch mit denen gut zu halten, die mir Arkan noch ein bisschen vom Hals halten. Wäre eine Idee, aber dann haben wir eben zwei Frontenkrieg. Oder ich gehe in die Richtung und mache die trotzdem weg. Dann wäre ich auf der gleichen Front noch. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Aber ich habe eben heftigeren Kampf, ne? Ansonsten war nichts mehr, oder? Ich check immer lieber 3 bis 4 Mal ab, bevor ich irgendwas vergesse. Hier wollte ich noch das tun, genau. Nochmal ein bisschen Wachstumsrate erhöhen. Eine Nachricht der Wachstumsrate. Bei den Skaven ist es die Wachstumsratte, ne? So tief muss man erstmal drüber nachdenken. Ich mache der Philosophie alle Ehre. Ja, was machen die da die ganze Zeit? Da laber ich noch von besserer KI, aber die Bretonen machen diesen Kack immer. Egal was ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist schon fast fest vorgegebenes Roleplay, was die machen oder sowas. Oh, Gorgasan, die Entropie steigt. Es ist nicht vermeidbar, dass selbst die schönsten Gebäude in Städten, die so alt sind wie die Wüste selbst, irgendwann bröckeln und einstürzen werden. Einer unserer größten Tempel steht kurz vor dem Zerfall und wir befürchten, dass dies großes Unheil über uns bringen wird. Sollen wir seine Mauern verstärken?
Tempel verstärken. Es ist ein zu großes Risiko, einen unserer angesehensten und heiligsten Tempel zu verlieren. Wir können seinen Einsturz nicht riskieren. Tut alles, um das zu verhindern und die Mauern zu verstärken. Dann haben wir weniger Baukosten für alle Gebäude. Das ist nicht schlecht, aber es kostet uns 40 Kanonenkrüge. Oder? Er wird standhalten. Pah! Die Städte der Kuftkönige stehen seit Jahrtausenden und werden es auch weiterhin. So groß ist die Macht ihrer Schöpfer. Wenn wir nichts tun, wird uns kein Unglück treffen. Da kriegen wir Kanonenkrüge. Aber es werden Gebäude beschädigt. Das kostet wiederum Geld. Ich bin ja eigentlich ziemlich Kanonenkrüge geil. Und das ist eine Differenz von 80. Je nachdem, wie wir uns entscheiden. Wir kriegen 40 dazu oder verlieren 40. Er wird standhalten, komm. Mal gucken, was beschädigt wird. Gorgazan hat ein bisschen Schaden bekommen. Aber es ist... Das Interessante ist übrigens, wir können... Die Gebäude reparieren sich auch langsam mit der Zeit von selbst. Das heißt, wenn wir viele Runden abwarten, tut sich das von selbst so langsam regulieren. Problem wird's, wenn es Gebäude sind, die uns eben Einkommen bescheren. Das heißt, sowas wie diese Eisenmine würde ich gerne erstmal reparieren. Der Rest kann eigentlich mit der Zeit von selbst wieder in die Höhe steigen. Habe ich das Gebäude vielleicht deswegen extra gemacht gehabt? Das kann auch sein. Ich sehe gerade, wie die Beliebtheit runtergeht. Gehen wir mal zurück. Notfall müssen wir da auch einfach eine... Schon allein, weil Kampftraining und so. Die Stadt ist längst wieder nicht voll. Aber wir kriegen langsam mehr Plündereinnahmen. Guckt euch das mal an. Was haben wir hier? Mehr Energiereserve und mehr Forschungsrate. Das ist geil, nehmen wir. Ist gekauft. Ja, es ist ultra hot, mehr Forschungsrate zu haben. Ja komm, das Wachstumsgebäude eigentlich auch. Ja, komm, reparieren wir einfach komplett. Wenn wir schon dabei sind, was soll's. Sehr konsequent, ich weiß. El Consequento. Was willst du denn? Sie haben noch nicht einen. Der Vertrag ist nichtig. Wir sind nicht auf eure Gunst angewiesen. Wenn die mir jetzt in den Rücken fallen, dann spüre ich, dass mir das nicht gefällt. Ich habe euch gewarnt. Ja, wenn beide... Warum wechselt ihr euch ständig ab und einer von uns... Das ist doch einfach doof, ist das. Okay, wisst ihr was? Genau, die Power gehört ihm. Barbara, woran liegt es eigentlich, dass wir so viel... Wegen Ereignissen haben wir minus 8? Interessant. Wie viel haben wir mit der Stufe? Plus 20, das ist eigentlich okay. 11 Runden bis zum Bevölkerungsüberschuss. Ich könnte jetzt vielleicht doch wieder dieses eine Gebäude, dass man das dann... Auf kurz oder lang möchte ich dann hier dieses andere Gebäude hinmachen, was Unverdorbenheit und Beliebtheit erhöht. Aber wie gesagt, erst auf lange Sicht. Und du, mein Freund, wirst mir jetzt tatsächlich einfach mal auf See gehen und auf See ein bisschen rumplündern. Du bleibst mir mal da. Können wir eigentlich schon die Gruftwachen machen? Ja, können wir. Leider bist du nicht mehr potenziell... Doch, du könntest. Okay. Dann würde ich mal sagen... Die Söldner lassen wir trotzdem mal bei. So, das ist meine Linie. Eine zweite Gruftwache mit Hellebarden noch dazu. Und tatsächlich, ja, die Skirmish-Kavallerie... Schön und gut. Ja, komm, die eine lassen wir mal. Müssen wir immer mal ein bisschen drum kümmern, aber geht ansonsten. Sentra the Imperishable.
Ja, sobald ich dir jetzt Begraben und Sand gebe, hast du kein Plündern mehr. Meh. Egal. Machen wir's später mit den Gruftwachen. Aber du, mein lieber Setra, könntest jetzt schon auf der tollen Kriegssphinx reiten. Das ist durchaus ein Upgrade. Ja, ich gebe dir mal die Kriegssphinx. Mit der hat er Spaß, der Junge. Obwohl, ich kann die Kriegssphinx auch überspringen und gleich den Kreisstreitwagen, der Streitwagen. Ich meine, ich würde euch auf jeden Fall mal... Ich würde nämlich schon alleine, um euch zu zeigen. Die Kriegssphinx ist halt, ja, eben eine Kriegssphinx, ne? Da hat es ja auch viel Spaß, dann durch die Gegner zu kegeln. Oder wir machen hier für Camry, dass wir noch mehr Gruftprinzen machen können. Ah, Mann. Ihr macht es mir aber euch nicht leicht gerade mit den Entscheidungen. Ja, wir können bei Svetra unglaublich viel auf Ansturmbonus etc. gehen. Dann kann der wirklich mit seinem Streitwagen durchpflügen wie sonst was. Machen wir mal die Gruftprinzen. So, Gruftprinzen haben wir derzeit nur einen Kavalleriemeister. Wie schon gesagt, Kavalleriemeister, ich habe meine Gruftprinzen ungern auf Pferden. Wir können natürlich dann später zu tatsächlich eine Kavalleriearmee zuordnen, beziehungsweise einen, der sich sehr stark auf Kavallerie auf Halmer und Anvil spezialisiert und der reitet dann einfach mit den Reitern immer mit. Wäre auch eine Idee. Ich warte aber trotzdem erstmal. Weil der dritte Gruftprinz, solange wir keine dritte Armee haben, kann der erstmal als Agent durch die Gegend gurken und gucken, dass er mir hier schön die Karte erkundet und Erfahrung sammelt. Und der andere geht wieder, ne? Ja, natürlich. Diese Riteure aber auch. Bau, bau, bau. Machen wir mal den Schutz, die physische Resistenz dazu. Die ist im Fall da richtig nett. So, hier gehen wir mal hin und erkunden jetzt mal schön die See, um ein bisschen was zu bekommen. Die Sache ist die, für alle, die sich jetzt denken, hey, mach jetzt volle Fahrt rein, also volle Kraft und sammel den Schatz noch ein. Wenn man auf voller Kraft, auf Marsch, Schätze einsammelt, ist die Chance ziemlich gut, dass man ihn quasi übersieht, also dann vorbeifährt und den Schatz nicht mitbekommt. Also man kriegt dann so ein Textfenster von wegen, ihr wart zu schnell und habt den Schatz irgendwie nicht bemerkt oder so. Das kann relativ doof sein. War hier noch irgendwas? Nee, ich warte immer noch auf die Stufe 4 haben wir. Aber ich warte noch drauf, dass wir upgraden können, weil ich hab die mit Großbögen und Skorpione sind dann schon mal was echt Leckeres. Die nächste Stufe. Ich möchte jetzt noch mal kurz sehen. Ah, da steht's. Raubwert 700. Ah, sehr gut. Das kann noch ein bisschen hochfüttern, werden wir noch plündern. Solange es sich bringt, das ist eine Menge Knete. Viel mehr als mir die Stadt. Also viel mehr als die Stadt mir bringen würde, wenn ich jetzt erstmal einnehmen würde und alles aufbauen würde. Es würde ewig dauern, bis ich da auf irgendeine Weise mal rentiert. So, haben wir. Schön. Und, ach du lieber Gott, sind wir echt schon wieder so weit von der Zeit? Ich dachte, die Folge ist noch gar nicht so lang. Wir sind ja eigentlich so gut am Ende, wie am Ende schon. Die Folge mal wieder nicht großartig was passiert. Außer, dass die mal wieder ihren Wachwechsel machen. Ich komme auf die Typen einfach nicht klar, ganz ehrlich. Ich hoffe, es ist okay, dass wir nicht jede Runde eine Schlacht haben. Ich versuche tatsächlich ein bisschen klug zu handeln und nicht nur im Sinne von der Action, dass wir so viel wie möglich immer schlachten, schlachten, schlachten. Ich meine, klar, könnte ich so auch spielen. Aber derzeit denke ich als weiser Herrscher im Voraus und versuche es nicht mit so vielen Leuten gleichzeitig zu verscherzen. Pferde für den Krieg. Unsere Speer konnten einen riesigen Friedhof ausmachen, auf dem eine Menge einst ausgezeichnete Schlachtrüste zu Grabe getragen wurde.
Ihre Knochen sind gut erhalten und können noch stark genug sein, um uns von Nutzen zu sein. Wir sollten die Kreaturen aus ihrem Schlummer erwecken, um unsere Kavallerie weiter zu stärken. Starke Rasse. Diese kräftigen Pferdeknochen werden unsere Kavallerie maßgeblich verbessern. Plus 20 Angriffsbonus und plus 3 Rang bei Rekrutierung. Okay. Was da so Tolles auf dem Meer ist, gucken wir uns einfach beim nächsten Mal an, würde ich sagen. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn... Oh, ich sehe gerade. Wir können auch wunderbar hier die Kamera ausschalten. Hier das Interface ausschalten. Vielleicht ist das dann mal so halbwegs was, weil ich bin immer im Überlegen, was ich so als Thumbnail nehme, was so halbwegs hübsch ist für sowas wie das hier. Was ich so als Thumbnail nehme, wenn gerade keine Schlacht ist oder so, weil die Map zu betrachten ist immer relativ langweilig. Ne? Aber sowas geht in etwa. Na gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.